Hey, Jungs. Ich hab eine Idee, ja? Eric. Pass auf. Also, Jungs. Ich weiß, wir gehen schon sehr extrem selten Gras berühren, ja? Aber was haltet ihr von der... Was soll das? Du bist ja voll in den Elektroschocker gelaufen. Ja. Ey, du bist ein Mexikaner, das passt ja. Warte. Ich steig jetzt ja. Raus. Ich kenn's euch, ich mach das. Digga, Fabio, was ist denn? Warum geht das? Digga, was bin ich für ein Bergsteiger? What the f... Digga, was seid ihr eigentlich für dumme Hurensöhne? Lauf doch mal schneller, hä? Man gehört zu dem, was man hasst, und Jonas wird aber zum Inder. Wird einfach zu deinem Ebenbild werden, Chris. Und dann würde ich mich einfach von der nächsten Brücke stürzen. Es ist Giga-Arsch. Es ist mit die schlechteste Idee, die ihr jemals hattet. Mal gucken, wo ich abstürze. Sieht, oh, sieht aus, ist ja das Wald. Ich stürze also, gerade im Wald. Es sieht nicht aus, als wäre es Wald. Schnee. Draußen alles weiß und ich wurde mir schnittipiert. Sollen wir zeitgleich abspringen? Ich glaube, Chris wäre einfach. Chris wäre mein Freund. Oh mein Gott. Ich würde es nicht wundern, wenn Chris mich gleich fragt, ob ich sein Freund werden will. Ich will nicht alleine sein. Oh, da unten seid ihr alle. Oder ich rolle. Ich rolle, Jungs. Ich bin voll low. Ich auch. Ja. Hallo, das war ich. Nicht was! Holy shit! Lass ihn mit Steinen bewerfen! Okay, ne, ist Stein. Oh mein Gott! Kniet vor mir! Oh Junge! Guck mal, wie gut es dir geht, denn es ist schön warm! Holy fuck! Holy fuck! Alter, what the fuck? What the Ich bin tot. Oh mein Gott, ich hab die Idee. Ich nicht. Du, jetzt. Aus dem Weg. Alter! Ich muss sagen, ich finde den See hier oben cooler, wo die Höhle ist. Okay. Warte. Anlauf. Okay, warte mal. Hey! Oh. Was soll das? Du bist ja voll in den Elektroschocker gelaufen. Ja. Ey, du bist ein Mexikaner, das passt ja. Junge, was? Wie cool. Das ist so gut. Oh Gott, ich möchte mitfahren. Sitzt du hinten drauf, Tommy? Warte! Ich steig hinten drauf. Was ist denn? Jungs, Kevin. Hey, Lukas ist schon wieder ganz weg, oder? Oh mein Gott. Oh, Digga, du hast den Wein abgefahren. Digga, was? Was passiert hier? Ich bin gerade bei Eric im Stream. Keine Sorge, ich mach das. Ich wollte. Ey, Mann, ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Oh mein Gott, das ist scheiße, Alter. Ich bin nicht Fahrer, wer ist denn? Lukas, soll ich's probieren? Nein, oh nein. Rad einfach schnell. Wie der auch Anlauf nimmt. Wen soll er mitfahren? Ich guck euch von außen zu. Ich bin so weit weg, hilft mir. Wo ist Chris? Was ist denn mit Chris passiert? Ihr habt dich doch die ganze Zeit den Kopf eingeschlagen, oder nicht? Komm einfach hier runter, Chris. Jesus. Wo? Hat jemand Justice Mama gesehen? Der hängt da. Das ist eine Broschüre. Lukas lacht irgendwie einfach wieder Average Villain, Digga. Justin, ich habe es von. Lukas lacht, als wäre er superreich. Das kannst du mir jetzt in so reich. Oh mein Gott, ja! Ey, so eine, wie heißt der Amazon-Asse nochmal? Jeff Bezos. Genau so ein Jeff Bezos-Asse. Ja, der lacht auch genauso komisch. Ich sehe ganz da hinten im Auge. Alter, guck mal. Ja, ich hab einen Schlag gefunden. Wo sieht man eigentlich seine Muni-Anzeige? Momentan musst du nachgucken, wie viel du noch hast. Also auf gut Glück. Muss ich schätzen, ja. Und wie bekommt man endlich diese Blätter, mit denen man Pfeile craftet? Craft.
Na, Blätter bekommst du, wenn du so Büsche abhaust hier. Nee, aber da braucht man so ganz besondere Blätter, so eine langgezogene. Das sind Federn, du Bob. Oh mein Gott. Guck mal hier. Jiansu Zhang. Der ist eine High Security Risk. Aber das bist doch du. Sag dir Der sieht stark aus wie du. Das ist wirklich Fabio. Hör doch. Hä, das ist for real, glaube ich, Fabio. Jesus. Oh mein Gott, wirklich. Wie steil, Digga, das ist ja krank. Daukos. Meiner holt einfach nicht sein. Ich kann meinen. Mein Charakter macht meinen Inventar nicht auf. Was? Digga, Fabio, was zum Long geht das? Digga, was bin ich für ein Bergsteiger? What the f... Wie benutzt man den Schlitten? Man braucht den Schlitten, das geht glaube ich... Das ging nur bei Airfoils 1. Man kann auch... Nee, geht wirklich nicht. Schau. Aua, oh, aua! Digga! Ey, wo seid ihr? Zurück. Zurück, Chris, zurück. Wartet auf mich, hab Angst. Hä? Wo seid ihr hin? Digga, Chris, bist du geistig verloren? Bloß hier hoch. Können wir nachher 5 Minuten Pause machen? Ich glaube, ich hab Deutsch verloren. Also hier müssen wir tauchen, Chris, übrigens. Ich hab Deutsch verloren. Du bist ja auch tauchen. Nein, was? Oder? Digga, ja. Ich glaube, Justin weiß, wie er das 15 Grad ein, Alter, wie es aussieht. Das ist kein Ding. Digga, was doch Justin? Digga, das ist so geil, dass Justin hier durchschwimmt mit den Armen nach hinten. Ja, Jungs, ignoriert den, wird das Vieh da oben. Aber was ist denn der Loot ist? Nee, da ist nichts, ignoriert das Vieh. Da ist gar nichts. Ja, genau, deswegen. Ich wollte gerade den Arsch gebunden. Ich war gerade im Inventar, ich hab ja auch nicht gecheckt, was abgeht. So, oh Gott. Wie ist Lukas da hingekommen, wo er jetzt gerade ist? Weil ihr die falschen Wege benutzt. Ihr wisst einfach nur nicht, wie man Berge erklimmt. Ja, sorry, Mister. Ey, was ist das? Hurensohn. Digga, du hast. Digga! Arbeite, los! Bitte, was seid ihr eigentlich für dumme Hurensöhne? Mach doch mal schneller, hä? Frauenbrowser? Ich brauch Browser. Oh, hier ist ein Schildkröte. Wir waren Schildkröte. Man wird zu dem, was man hasst, und Jonas wird aber zu minder. Wird einfach zu deinem Ebenbild werden, Chris. Und dann würde ich mich einfach von der nächsten Brücke stürzen. Meinung zu Kinder Country? Ja, nein, wir nehmen aber die nächste Höhle, oder wie? Und gehen einfach mal kicken. Jo. Ich hab so lange niemanden mehr kicken hören sehen. Hören sehen. Ich hab dein Gehirn auch noch nicht gesehen. Ja, war ich gerade schon, ja. In was? Im Teehäuschen in Dessau. Hey. Sagt mir was, nee. Aber ich bin unsicher. Teehäuschen, da war ich vor 2 Jahren, glaub mal, zu, wie heißt das, Alter, Chris, brich. Das ist gerade... Der einäugige laufende Zombie, so ein... Alter, das ist gerade ein aggressives Uwu, Lukas. Nein, ich hab Cock gesagt. Das ist halt kein Bug. Weg von dem! Wenn du weißt, wie du richtig spielst, dann klappt das halt. Ich geh halt einfach gute Flaschen. Seid ihr? Ah, ich bin ein aktueller! Der Chris, stehst du auf dem Schlauch, sie sind gerade an dir vorbeigerannt ins Wasser und sind ertrunken, du Vollidiot. Weißt du, ob wir die Unterwasser cutten können? Ich glaube, ja. Hose, wie lange noch? Ich dachte, du willst irgendwie. Also, wieder scheißen musst, du Wichser. Ja, was kann ich dafür? Junge, du kannst alles dafür, du kannst doch nicht in einer 1, 2 Stunden einmal scheißen gehen, Alter. Ey, Jonas, fällt alles um. Ach, kommt der gerne noch raus jetzt. Krieg ich aber einen Energy. Ja, wirklich, ich musste einen Energy trinken gerade, weil. Fucking Chris, so lange scheißen war, dass ich angefangen habe zu verdursten. Ja, ich hab Durchfall, was soll ich denn machen? Ja, Junge, hab ich einfach mal Scheiße irgendwann fressen. In deinem Drecksleben keinen Durchfall mehr. Ja, natürlich hat der wieder Chris war innerhalb von den letzten anderthalb Stunden dreimal scheißen. Pferdefutter. So einen fertigen Bio-Nudelsalat irgendwie.
Mit Falafel oder so? Hä, Digga, sprich's doch mal aus, wenn du's kaufst. Du merkst du doch, dass man... Chris, Chris, antworte mir mal. Chris, antworte bitte auf die Frage. Kannst du, stehst du auf deinen dreckigen Durchfall? Magst du das? Oder du dumme Scheiße. Also merkst du es denn nicht? Chris, Kartoffel, ich weiß nicht mal was, das ist egal. Da ist eine halbe Tonne Mayo drinne. Das ist absolut räudig. Und ja, du das, kaufst das, das. Das war nicht dieser 0815 Nudelsalat, das war in so einer kleinen Verpackung. Der gute Bio. Das hat mich 3 Euro gekostet, so eine ganze Verpackung mit Okay. Seit wann kauft man sowas? Hast du mal drüber nachgedacht, einfach mal drauf zu achten, Sachen zu essen, von denen du nicht immer nur Durchfall kriegst? Mal, Digga, da lacht selbst Mark, Digga. Selbst Mark kriegt's hin. Durch Mark ist auch Tiefkühlpizza, er kriegt davon aber Durchfall, wa? Im Friedersdorf in MP ist das bei diesen Veggie-Produkten überall schlimm. Ja, Digga, welcher Mensch kauft sich auch so eine Scheiße? Jemand, der also, Krieger, warum der nicht? Richtige Spaß macht. Das ist einfach ein Scheiße. Du hast doch einen Wutburger Ü50 geworden. Ganz Veganer. Kannst du das zu entkräftigen? Ich war noch hier auf Ballermann. Okay. Ja, was hat er gesagt? Tobi kommt halt mit so richtig dummen Aussagen wie. Das ist schön. Du! Ich fress Scheiße, ja! Ich fress Scheiße, ich geb's ja auch zu, aber dann zu sagen, nice, ich bin da hinten. Nein, das ist gar nicht. Das ist ein besonderer Salat, weil der war nicht so ein normaler Filo-Salat, Digga. Das ist ein bisschen besonderer. Das einzig Besondere an dem Salat, den ich hier im Kauf habe. Digga, wenn Veggie Sachen zu kaufen Scheiße fressen bedeutet, dann würde Tim sich ja ungesund ernähren, aber ich glaube, Tim ernährt sich von uns eingefühlt mit am gesündesten. Ja, na, das ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt der Punkt. Das ist halt, ich weiß, was Tobi meinte. Veggie ist nicht direkt. Aber Veggie ist nicht direkt. Ist nicht direkt schlecht und ist auch nicht direkt schlecht. Also, Justin, das ist ja wirklich Ü50 Scheiße. Ja, ich hab nicht gesagt, das ist total scheiße. Das ist einfach. Ja, also, ja, aber Chris, wirklich, bei Ernährung. Alter, aber die Fresse. Ist mir egal, worum es geht. Ist mir egal, was, aber nee, da bist du raus. Alter, wir haben jetzt doch verstanden, wir wissen doch, dass Veggie nicht automatisch schlecht ist, Alter. Ey, das ist jetzt, komm jetzt, das ist ein Ding. Die Frage stellt sich gar nicht, dass Veggie automatisch schlecht ist. Ja, hat doch keiner gesagt! Hat jetzt keiner mehr in Frage gestellt. Ey, kennt ihr noch diese Gemüseschütze aus damals von der Cafeteria oder so? Die waren ehrlich. Da war Mais drin oder so. Jo, Rigi, da war ein halbes Ente, eine halbe Ente drin. da war Mais drin oder so. Da war kein Digga. Montag wird arbeiten. Justin, du bist halt so alt, das geht gar nicht. So verfickt.